Hallo liebe Naturfreunde, alle Jahre wieder fahren wir nach Süddänemark, ins Oksbøl Kronwildreservat, also auf den Oksbøl Truppenübungsplatz. Urlaub auf dem Truppenübungsplatz? Ja, in Dänemark geht das, denn es gibt sogar Ferienhaussiedlungen dort. Truppenübungsplatz, der hat eine ganz andere Kultur als der bei uns. Es ist kein geschlossener Bereich mit militärischem Abschirmdienst und Zäunen drumherum, sondern es ist eine Art Nationalpark. Offen, frei zugänglich und nur zu Schießzeiten wird er geschlossen und hermetisch abgeriegelt, sodass auch nichts passieren kann. Aber ansonsten ein herrliches Naturreservat, in dem wir uns gerne aufhalten und wo ich immer wieder schöne, besondere Aufnahmen machen kann. Diese Aufnahmen hier sind aus dem Jahre 2021. Trotz der Pandemie konnten wir eine Woche nach Dänemark fahren. Die Brunftzeit war leider schon zu Ende, Mitte September. Aber es macht nichts. So kann man wenigstens die großen Rudel schön beobachten. Und dann gibt es auch mal ruhige Momente. Erinnert ihr euch, wenn ihr so lange parallel zu einem Hirschen standet? Wenn ihr einen Hirschen bei so einem hellen Tageslicht so wunderbar filmen und fotografieren konntet? Das geht fast nirgendwo mehr in Europa. Da braucht es schon besondere Orte. Und natürlich, so wie an diesem Abend auch, dieses ganz besondere Licht. Das ist natürlich immer wieder eine große Freude, das Rotwild auf diesen freien Flächen des Truppenübungsplatzes filmen zu können. Es ist ja also kein Widerspruch, wenn die Truppen doch ihre Schäden quasi verursachen und gleichzeitig die Natur schützen. So bleibt offenes Land über, Heideflächen, wie sie nur noch selten in Europa sehen können. Ach ja, so ein weites Land ist natürlich auch nicht leicht, doch zu filmen. Da braucht es einzelne Büsche und Bäume, die ein bisschen Deckung und Tarnung bieten. Und manchmal, ganz manchmal, da kommen diese großen Rotwildrosen näher und sogar die ganz, ganz vorsichtigen Schmaltiere lassen sich aus nächster Nähe beobachten und filmen. Jetzt nicht für lange Zeit, aber dann doch für einige Minuten an diesem wunderbaren Herbstabend. Schaut sie euch an. Alles einzelne Persönlichkeiten, das, was so abfällig Schmaltiere genannt wird, jede einzelne dieser Hirschkühe sieht anders aus, hat ein anderes Fell. Jede einzelne sehr individuell, sehr unterschiedlich. Hier führt sie ein Kalb. Und die hier, ich glaube, die hat mich schon wieder entdeckt. An diesem anderen Abend
dieses Rotöltrudel vor dem Langsö entdeckt. Und dann kam es wieder auf mich zu. Und immer dann, das sind immer wieder diese wunderbaren und herrlichen Momente, die man hin und wieder erleben kann, wenn man oft in der freien Wildbahn unterwegs ist, um Hirsche oder andere Tiere zu beobachten und zu filmen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund und munter und habt eine gute Zeit. Ich freue mich sehr über eure Likes und Kommentare.